Ich sage herzlich willkommen zum DigiCafé, unserem Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf auf Erwachsenenbildung.at. DigiProf und die DigiCafés und auch Erwachsenenbildung.at sind gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und da möchten wir uns an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken. Zwei organisatorische Vorbemerkungen. Nochmals eben, bitte beachten Sie, dass der DigiTalk aufgezeichnet wird, dass die Aufzeichnung dann auch veröffentlicht wird und dass Sie durch Ihre Teilnahme dem auch zustimmen. Die Aufzeichnung läuft jetzt bereits. Der Chat und die Teilnehmerinnenliste werden natürlich nicht mit veröffentlicht. Auch die Umfragen, die wir später stellen werden, sind anonym. Und die zweite Vorbemerkung, wer eine Teilnahmebestätigung zum Webinar benötigt, gibt bitte seinen Vor- und Nachnamen an und bleibt bis zum Ende dabei. Wir werden Sie dann eintragen und Sie erhalten von uns im Nachgang dann ein E-Mail, wo Sie sich Ihre Teilnahmebestätigung herunterladen können. So viel dazu. Dieses DigiCafé wird vom DigiProf-Team bei Conedo gestaltet. Dazu gehören Birgit Aschemann, Gunther Schüssler, Martina Linzberger und ich, Karin Kulmer. Wir freuen uns schon auf diesen Abend mit Ihnen. Und vielleicht, bevor wir inhaltlich starten, noch einmal kurz zum Ablauf heute. Wie läuft diese Veranstaltung heute ab? Wir werden beginnen mit einer gemeinsamen Annäherung an das Thema Online-Didaktik, wo wir ein bisschen darüber diskutieren, was bedeutet dieses Thema eigentlich für uns. Dann haben wir geplant, dass wir eine neue Ressource zum Thema vorstellen. Und zum Schluss gibt es dann noch eine offene Diskussion zum Thema Online-Didaktik. So viel dazu. Und zum Einschwingen sozusagen haben wir auch eine kurze Umfrage vorbereitet und wir bitten Sie jetzt dann alle, an dieser Umfrage teilzunehmen. Wer schon öfter bei uns war, kennt das vielleicht schon. Die erste Frage, die wir stellen, ist immer zum beruflichen Hintergrund. Aus welcher Perspektive interessieren Sie sich denn für das Thema? Sind Sie vielleicht Bildungsmanagerin? Sind Sie Kursleiterin oder Kursleiter? Selbstständig tätig, Studierender in Aus-Weiterbildung, an einer Hochschule tätig oder vielleicht an einer Schule oder auch Sonstiges. Genau, das interessiert uns immer sehr, wer denn da heute bei uns dabei ist. Und wir lassen jetzt die Umfrage einfach ein bisschen laufen und schauen, dass da wirklich alle die Gelegenheit haben, auch teilzunehmen an dieser Umfrage. Genau. Ja, der Großteil hat schon abgestimmt. Ich gebe vielleicht noch ein paar Sekunden, falls Sie noch etwas angeben möchten. Und dann würde ich vorschlagen, wir beenden die Umfrage und ich zeige Ihnen die Ergebnisse. Das heißt, also wir haben sehr viele Personen heute da, die Sonstiges angegeben haben. Im Chat lese ich jetzt da auch eine Mitarbeiterin aus dem Didaktikzentrum einer FH ist heute bei uns, E-Learning-Autorin, Mitarbeiter einer Edu-App für Lehrerinnen, aber auch eben viele Selbstständige in der Erwachsenenbildung, Kursleiterinnen und auch Studierende, Hochschullehrende und Bildungsmanagerinnen. Genau, ja, vielen Dank einmal für diese erste Umfrage. Dann haben wir noch eine zweite Umfrage vorbereitet und zwar Ihr Zugang zum Thema Online-Didaktik. So als kleine Einstimmung ins Thema, wie häufig befassen Sie sich denn in Ihrem Alltag mit Online-Didaktik? Würden Sie da sagen, das ist sehr häufig, eher selten oder sehr selten? Einfach um uns einen ersten Überblick zu geben. Klicken Sie einfach dort, was für Sie am meisten zutrifft, wo Sie sich einschätzen. Und dann haben wir schon einmal einen guten Überblick über das Thema. Da haben jetzt auch schon die meisten geklickt. Ich gebe auch noch ein paar Sekunden Zeit. Wenn Sie noch klicken möchten, wenn Sie noch abstimmen möchten, können Sie das jetzt tun.
Und dann beende ich auch wieder die Umfrage und zeige Ihnen wieder die Ergebnisse. Und wir sehen, dass viele sich wirklich sehr häufig mit Online-Didaktik beschäftigen, die heute bei uns dabei sind. Also circa 50% der Anwesenden beschäftigen sich sehr häufig mit Online-Didaktik. Und dann haben einige auch angegeben, eher häufig, einige eher selten und wenige haben angegeben, sehr selten. Gut, soweit mal dazu. Vielen Dank für die Beteiligung an den Umfragen. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen direkt ins Thema und ich übergebe an Birgit Aschemann. Ja, danke Karin. Also das war ja jetzt schon mal sehr spannende Einstimmung. Ich habe vor allem interessant gefunden, wie viele sonstige Berufszugehörigkeiten wir diesmal hatten. Das haben wir so noch nie gehabt. Und ich finde, das ist schon mal ein guter Indikator oder Illustration dessen, welche berufliche Diversifizierung rund um das Online-Lernen und Lernen im Moment stattfindet. Ja. Also da kommen einfach neue Dinge dazu, wie App kreieren und dergleichen, ja, was einfach direkt neue Berufsbilder oder berufliche Schwerpunkte ergibt, die eben erst mit der Online-Lehre und der Online-Didaktik in Verbindung entstehen. Sehr spannend, ja. Genau. Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich die Sache mit der Online-Didaktik? Ja? Also ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Mir geht es in unserem Zusammenhang, in unserem sozusagen Arbeitsumfeld öfter so, dass mir so begegnet, dass Didaktik generell und Online-Didaktik ganz speziell so ein bisschen als Geheimwissenschaft gehandelt wird. Ja. So, was gehört denn da jetzt eigentlich dazu oder was nicht? Ja. Ich habe vor kurzem einmal einen Tweet gelesen und habe leider verabsäumt, den zu kopieren. Aber da ist es sinngemäß so gelautet, sobald irgendwo auf einer Weiterbildung Didaktik draufsteht, wird der doppelte Preis verlangt. Ja. Und ich habe lachen müssen, wie es so gegangen wie Ihnen jetzt, ja. Und ich habe mir gedacht, ja, stimmt, ja. Also warum ist das so? Ja, das ist so ein Stück weit, kann man das wirklich beobachten. Es ist irgendwie dieses Wissen um Didaktik, einerseits was ganz Wertvolles, ja, und andererseits auch so ein bisschen was Geheimnisvolles. Also so, gerade wenn man vielleicht jetzt nicht Pädagogik studiert hat und jetzt nicht sozusagen die Lehrmeinungen dazu rezipiert hat, sondern eher aus der Praxis kommt, stellt sich vielleicht so die Frage, was ist denn das? Insgesamt allgemein bekannt ist meistens, Didaktik ist die Wissenschaft vom Lehren und Lernen. Ja. Aber wenn ich jetzt so als Praktikerin hinschaue, dann weiß ich ja immer gleich, das ist jetzt nicht so trivial. Ja. Also es ist ja oft so, dass wenn man unterrichtet, unter Umständen nicht immer genau das Lernergebnis rauskommt bei den Teilnehmenden, dass man sich so am Anfang als Unterrichtender oder Unterrichtende vorgestellt hat. Also da muss man ja schon einiges tun dafür, um wirklich so den Lehr-Lern-Prozess so zu gestalten oder das Lehr-Lern-Setting für die Teilnehmer so zu gestalten, dass wirklich ein gutes Lernergebnis möglich ist, ein guter Lernerfolg möglich ist. Und nachdem wir da jetzt so eine Gruppe von Praktikern und Praktikerinnen sehen, wo über 3/4 sagen, sie beschäftigen sich sehr häufig oder häufig mit Online-Didaktik, möchte ich da jetzt gar nicht in einen Input zu Theorien oder Modellen einsteigen, sondern ich möchte Sie gern als erstes fragen, ja, wenn wir jetzt die zentrale Didaktikfrage hernehmen, wie kann ich ein Online-Setting so planen und gestalten, dass es zu einem möglichst hohen Lernerfolg führt? Ja? Wie kann ich ein Online-Setting so planen und gestalten, dass es zu einem möglichst hohen Lernerfolg führt? Was muss man dafür alles tun oder bedenken? Was fällt Ihnen dazu ein? Und ich stelle jetzt noch einmal auch die Frage in der Formulierung in den Chat, ja, weil das war jetzt ein bisschen viel. Aha, da haben wir natürlich prompt vertippt beim Lernerfolg, aber im Grunde steht die Frage da. Und ich frage Sie mal so, vorwiegend jetzt als Praktikerinnen, die Sie immer oder ganz viel mit Online-Didaktik befassen, wie kann ich ein Online-Lernsetting so planen und gestalten, dass es zum Lernerfolg führt? Was muss ich dafür alles bedenken und tun? Was fällt Ihnen dazu als erstes ein? Und ich bitte Sie einfach in den Chat zu schreiben, so was Ihnen dazu einfällt. Mhm. Super, 2 schnelle Antworten kann man schon. Genau. Ja, da geht es schon ganz, ganz stark um dieses Wie. Genau. Ja, super.
Genau. Aha. Ja, ich meine, Karin, vielleicht magst du einfach mitschreiben auf einem Board und uns das sichtbar machen. Ich würde jetzt gar nicht auf alles sofort eingehen. Ich würde einfach ein paar Dinge herausgreifen und bitte dich einmal, danke Karin, für uns sichtbar mitzuschreiben. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, Ziele formulieren. Ist mir da aufgefallen, dann habe ich so ganz stark wahrgenommen, dieses mit Beteiligen, Berühren, Aktivieren. Ja, das würde ich mal so ja, beteiligen und Sozialformen dafür festlegen, Methoden zur Beteiligung. Ja, also wie kann man beteiligen? Ja, also vielleicht ja, Methoden und Sozialformen für Beteiligung. Ja, genau. Ah, das finde ich auch schön, ja. Abwechslung in den Sozialformen, ja, genau. Also das hat schon was zu tun auch mit der Planung der Sozialformen generell, ja. Planung der Sozialformen generell. Ja, genau. Dann hat schon jemand an die Transferleistungen gedacht, ja. Also da geht es auf der einen Seite, würde ich Transfer auch dazu schreiben. Muss man auf jeden Fall machen. Genau. Super. Oh Gott, ja, ganz viel, ja. Ablaufplanung, ganz viel Ablaufplanung kommt da. Mit Pausen, mit Bedenken und Sequenzen mit Bedenken und Abwechslung. Ich würde wirklich einmal, ja, wirklich Ablaufplanung, ja, Feinplanung ist das eigentlich schon. Also diese Ablaufplanung, ja, Feinplanung, genau. Genau. Ja, genau. Lernbegleitung ist auch schon, aber würde ich jetzt noch gar nicht so. Ich überlege jetzt gerade, ja. Also das sind ganz, also es sind sehr, sehr viele praktische Dinge, die Sie da mitbedenken. Würden Sie sagen, ist das für alle Zielgruppen ähnlich oder gleich? Oder gibt es da Unterschiede? Haben Sie da auch noch, würden Sie das jetzt auch noch, hätten Sie das Gefühl, Sie können das jetzt sozusagen auf Zielgruppen übertragen? Oder ist das einfach was, wo Sie sagen würden, ja, ja, ich weiß nicht, brauchen Sie da eine Zielgruppenanalyse vorher oder ist das für alle Inhalte gleich? Ja, vielleicht kann da auch noch jemand einmal im Chat oder sich freischalten dazu. Ja, Sie sagen, es gibt Zielgruppenunterschiede, ja. Zielgruppenunterschiede, danke. Genau. Ja, genau. Und wie ist es mit den Inhalten? Würden Sie da auch sagen, das ist jetzt für alle Inhalte gleich? Braucht es da eigene Planung für die Inhalte oder sind wir da schon, ja, genau, Zielgruppen vorher kennenlernen, wenn möglich? Genau, das ist eh so der Punkt, Zielgruppenunterschiede. Genau. Ja, ich meine, vielleicht, Karin, versuchen wir das einmal zu ordnen. Und wenn ich jetzt so versuchen würde, so einen Ablauf zu denken, dann würden wir eigentlich immer so aus unserer Erfahrung auch, würde ich sagen, die Zielgruppen recht weit vorn. Also wenn wir jetzt mal so versuchen würden, so eine Zeitleiste, dann würde ich die Zielgruppen doch recht weit vorn sehen. Und zwar sogar noch vor den Zielen, also nach den Zielgruppen eben die Ziele. Genau. Eben, da muss die Medien, ja genau, das ist genau das, was sie schreiben. Ja, genau. Genau. Und da kommt im Chat eigentlich so ein Stück Unabhängigkeit von den Inhalten, ja. Ich meine, im Endeffekt muss man wahrscheinlich dann die einzelnen Inhalte der Veranstaltung trotzdem planen. Aber das kam jetzt von mir und nicht von Ihnen, gell? Also wir können es jetzt auch ein Stück weglassen. Wir können da mal mit Sozialformen, mit zur Beteiligung weiter tun. Genau. Das würde man auf jeden Fall reinnehmen. Genau, das wäre schon mal so Ablauf. Ne? Zielgruppen kennen, dann Ziele formulieren. Dann, also man muss es ja nicht Inhalte planen nennen, aber Sequenzen planen, ja, weil meistens haben Online-Bildungsangebote Sequenzen. Ja? Also das ist meistens nicht so eine lineare Geschichte, sondern es gibt meistens so einen Ablauf. Ja? Genau. Und da haben wir schon gesagt, wir würden dafür eben Methoden und Sozialformen planen müssen. Dann gibt es halt viel, was zu tun hat eben mit Ablaufplanung. Das würde ich so,
als nächstes nehmen und dort drunter vielleicht so als Beispiel, ja, für die Ablaufplanung, eben diese Abwechslung und Planung der Sozialformen. Und da war ja für Sie so ganz wichtiger Punkt, das fand ich jetzt sehr schön eigentlich, dass als erstes kommen ist, wie macht man das mit der Beteiligung? Wie macht man das mit der Aktivierung? Ja? Also das ist wirklich so ein ganz zentraler Punkt im Planen der Sequenzen und im Planen, in der Feinplanung, wie kriege ich die Beteiligung zustande, gerade in der Online-Didaktik. Ja? Finde ich wirklich total wichtig, da einfach einen Schwerpunkt zu setzen. Genau. Also Ihre ganzen Fragen sind da auch schon so, die uns nachher in der Diskussion noch beschäftigen können, sind da auch schon aufgetaucht. Und die Evaluation steht dann, also der Transfer steht ganz hinten und genau genommen wird man wahrscheinlich da auch noch für die, also jetzt schon auch zu Beginn an die Evaluation denken. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, das meiste kam jetzt wirklich von innen, dann entsteht so ein Ablauf, ja. Ja, und ohne Plan B geht gar nichts, genau. Danke für den Hinweis, Frau Rellinghaus, genau. Wenn man sich das jetzt so anschaut, ja, wir wissen genau, wovon ich rede, ist beim Plan B, deswegen hat das eigene Farb gekriegt, dann entsteht so ein Ablauf, ja, der jetzt so von innen gekommen ist, ja. Ich muss jetzt mir anschauen, wie sind die Zielgruppen, dann muss ich schauen, was sind die Ziele der Veranstaltung, ja. Und je nachdem muss ich mal schauen, in welchen Sequenzen bringe ich meine Inhalte, biete meine Inhalte an und was sind die geeigneten Methoden und Sozialformen, wie soll das erarbeitet werden. Und wenn ich das im Grunde weiß, dann kann ich an die Ablaufplanung gehen und kann dann schauen, wie ich das Ganze umsetze. Da braucht es dann noch ein paar Schritte dazwischen, ja, für die Umsetzung. Und am Schluss kann ich dann auch schauen, wie es mit dem Transfer ausschaut und mit der Evaluation. Und da kommt gleich eine ganz wichtige Frage im Chat. Bevor wir die beantworten, möchte ich dich, Karin, noch einmal bitten, den Ablaufplan einzublenden, den wir für unsere Ressource zur Didaktikplanung entwickelt haben. Der schaut recht ähnlich aus und der deckt sich mit dem Inputs aus der wesentlichen Fachliteratur zur Didaktik in der Erwachsenenbildung. Ja, das ist ein bisschen anders, aber sehr ähnlich. Ja, genau. Dieser Ablauf, Zielgruppe kennen, Ziele definieren, Inhalte planen, Sozialformen festlegen, Medien und Infrastruktur festlegen, Feinplanung anfertigen, Aufgaben verteilen und Evaluation planen, eigentlich auch noch Transfer planen. Das ist so das, was man so in der Fachliteratur als Ablauf findet. Und das sind die wesentlichen Schritte. Und die wesentliche Frage, eine ganz wesentliche Frage, kommt ja an der Stelle gleich von der Frau Hümmer. Was ist denn da das Spezifische an der Online-Didaktik? Das könnte ja fast für jedes didaktische Setting gelten. Ja, gute Frage. Das ist nur der allgemeine Ablaufplan für die Didaktikplanung. Das Spezifische bei der Online-Didaktik, ja, das liegt in diesen einzelnen Bausteinen versteckt. Ja. Die Zielgruppen muss ich mal bei Online-Fragen anders anschauen, im Hinblick zum Beispiel auf ihre Digitalgewohnheiten. Ja. Die Inhalte, die Sozialformen muss ich ein Stück weit anders aufbereiten. Es braucht noch mehr die Abwechslung und es braucht andere Methoden, nämlich wenn ich online arbeite. Ja. Die Medien sind ein Stück weit andere, die Infrastruktur ist eine andere, wenn ich online arbeite. Ja. Die Aufgabenverteilung wird anders ausschauen, weil es andere Aufgaben gibt. Ja. Also in diesen einzelnen Baustellen, in der Tiefe liegt dann eigentlich der Unterschied. Aber ich komme noch einmal zurück zu dieser Übersichtsdarstellung. Wir werden dann wirklich noch Zeit haben, alle Ihre anderen Punkte, die Sie erwähnt haben, aufzugreifen und zu diskutieren. Ich möchte vorher noch an dich, lieber Gunther Schüssler, weitergeben aus dem Conedo-Team und dich bitten, unsere Ressource vorzustellen, die wir dazu entwickelt haben, bevor wir dann wirklich in den offenen Austausch weitergehen. Danke. Genau, danke, liebe Birgit. Dazu teile ich meinen Bildschirm. Ihr seht ihn normalerweise schon alle. Und zwar befinden wir uns auf der Seite erwachsenenbildung.at. Und dort finden Sie unter der Rubrik DigiProf das Thema Online-Didaktik. Und hier möchte ich einen kurzen Überblick geben, was Sie dort erwartet, welche Ressourcen Sie dort finden. Es ist wirklich eine breit angelegte Themensammlung. Und am besten schauen wir uns zuerst einmal die Überblicksseite an, die so als Orientierung und als Einstieg in das Thema Online-Didaktik dient. Und darunter findet man dann noch Definitionen und die einzelnen Schritte. Also zu jedem einzelnen Schritt in unserer Online-Didaktik-Planung eine eigene Seite. Und zum Schluss Literaturempfehlungen, weiterführende Ressourcen. Um zuerst einmal uns ganz kurz die Überblicksseite anzuschauen.
Online-Didaktik in der Erwachsenenbildung. Es wird also mal einen Überblick gegeben, einleitend. Es wird verlinkt auf die Seite, was ist Online-Didaktik, die wir uns gleich jetzt noch als nächstes genauer anschauen werden. Erwachsenengerechtes Lehren und Lernen. Hier wird der Fokus auf das Spezielle an dem an der Erwachsenenbildung und an dem didaktischen Aufbau für Erwachsene eingegangen. Zum Beispiel die Lebensweltorientierung oder die Erfahrungsorientierung, die eben zusätzlich noch einmal darauf hinweist, dass Erwachsene Ressourcen mitbringen und dass an die zum Beispiel angeknüpft werden sollte. Also hier wird quasi das Besondere an den Erwachsenen hervorgehoben im Kontext der Didaktik. Dann finden Sie ein Schrittemodell, das Sie eben eh kurz schon eingeblendet gesehen haben, das Schrittemodell zur Didaktikplanung. Welche Schritte sind nötig, um letztlich einen Lernerfolg zu erzielen? Und der zwar nicht garantiert ist dadurch, aber zumindest wahrscheinlicher wird. Genau. Und dann finden Sie eben wirklich wieder die einzelnen Schritte verlinkt als eigene Seite. Und es wird natürlich geklärt, wozu braucht es eigentlich die Online-Didaktik? Eine Frage, die eben im Chat vorhin schon gestellt worden ist. Was ist das Spezielle an der Online-Didaktik? Schauen wir uns dann vielleicht die Was ist Online-Didaktik-Seite als nächstes an. Hier wird eben zuerst einmal definiert, was gibt's, was zeichnet quasi die Didaktik im Allgemeinen aus, was zeichnet sie im Online-Bereich im Speziellen aus. Und dann wird weiter unterschieden zwischen Didaktik und Methodik. Etwas, was sehr oft verwechselt wird auch oder vermischt wird in der Praxis. Und die didaktische Gestaltung lehnt sich natürlich an diesen berühmten didaktischen Dreieck, das sicherlich jede und jeder von Ihnen kennt. Es gibt das Thema, die Lehrperson, die lehrende Person, die lernende Person und somit auch die Seiten der Vermittlung, der Aktivierung und der Betreuung. Und wie stark die gewichtet sind, hängt natürlich von den Personen ab, die das didaktische Konzept erstellen. Genau. Und somit gibt es auch drei verschiedene, beziehungsweise sogar eine vierte, die Mega-Ebene, vier verschiedene Handlungsebenen, also didaktische Prozesse, die einerseits zwischen Individuen ablaufen, aber auch zwischen den Strukturen und Organisationen. Und dann möchte ich Ihnen noch ganz kurz ein oder zwei dieser Schritte zeigen. Nehmen wir zum Beispiel die Ziele definieren. Also hier geht es wirklich konkret um diesen Lernschritt, Ziele von Online-Bildungsangeboten zu definieren. Zu Beginn wird bei jedem Lernschritt oder bei jedem Didaktikschritt sozusagen einmal das Essentielle, das Wesentliche hervorgehoben, worum geht es im Konkreten bei diesem Schritt? Also wozu sollen Ziele definiert werden? Warum braucht es Ziele? Was sind Ziele eigentlich, Bildungsziele? Und dann wird in strukturierter Weise noch näher eingegangen auf diesen speziellen Didaktikschritt. Zum Beispiel, welche Arten von Zielen gibt es? Wie sind Lernziele von den Ergebnissen und Kompetenzen zu unterscheiden? Und so weiter. Und dann finden sich natürlich auch auf allen Seiten immer Grafiken, um das einfach ein bisschen anschaulicher zu hervorzuheben und zu illustrieren. Es findet sich hier zum Beispiel eine Grafik zu den Kompetenzbereichen. Welche Kompetenzen werden vermittelt durch Lernziele? Es findet sich auch die Lernzieltaxonomie nach Bloom, die berühmte, in Form einer Pyramide dargestellt, also wo es die einzelnen didaktischen Schritte gibt, beziehungsweise die einzelnen Schritte im Erreichen eines Lernziels. Und genau. Und so finden sich auch eine Menge an zusätzlichen Ressourcen, Informationen, auch zahlreiche Links. Also wir verlinken hier immer weiter, wenn wir eben der Meinung waren, dass es zum Beispiel eine sehr wertvolle Ressource zu dem gibt, eine externe Website oder auch, wenn sich die einzelnen Lernschritte überschneiden, zum Beispiel, also verwiesen wird auf zum Beispiel die Inhalte oder einen anderen didaktischen Schritt. Wir können uns auch noch die Inhalte schnell anschauen. Inhalte für Online-Bildungsveranstaltungen. Sie sehen also, der Aufbau ist wieder sehr ähnlich. Es folgt zum Beginn einmal so eine zusammenfassende Erläuterung, warum braucht es genau diesen didaktischen Lernschritt, um einen Lernerfolg quasi zu erreichen. Und dann wird wieder strukturiert auf den konkreten Schritt eingegangen. Zum Beispiel, wie werden die Inhalte eigentlich ausgewählt? Und vor allem, wer ist dafür verantwortlich? Wer wählt die Inhalte aus? Das findet man dann darunter. Und auch, wie stehen Lerninhalte im Zusammenhang mit Formaten? Also es wird einfach wirklich der einzelne didaktische Lernschritt noch einmal abgegrenzt von anderen und noch einmal inhaltlich wirklich aufbereitet. Eben wieder mit Grafiken, teilweise finden sich auch Videos eingebettet. Genau.
Und dann zu guter Letzt vielleicht noch ganz kurz erwähnt, die Literaturempfehlungen. Hier handelt es sich eben um eine Auswahl an Texten, die jeweils kurz kommentiert sind, worum es im Wesentlichen bei diesem Text geht. Und sie sind vor allem thematisch gruppiert. Einfach der Übersicht halber, um zu sagen, was unterscheiden diese Texte, was unterscheidet sie inhaltlich? Zum Beispiel geht es allgemein um die Online-Didaktik oder geht es im Speziellen um die erwachsenengerechte Didaktik oder auch zum Beispiel um digitale Medien oder zum Beispiel, welche Texte befassen sich mit der Planung, mit Modellen der didaktischen Planung. Also hier haben wir es ein bisschen gruppiert sozusagen, um das einfach noch anschaulicher aufzubereiten. Und dann gibt es natürlich auch noch theoretischen Input zu den einzelnen Lernschritten. Gut, also so viel einmal zu dieser Übersicht des Themas Online-Didaktik. So soll sozusagen mal ein erster Überblick sein. Und ich würde jetzt wieder dann an meine Kollegin, Frau Karin Kulmer, übergeben, die eben dann sozusagen den weiteren Ablauf anleitet. Ja, vielen Dank, lieber Gunther, für die Vorstellung der Ressource. Vielleicht als kleine Ergänzung noch zu dieser Website. Warum zeigen wir Ihnen die so ausführlich? Das Besondere dieser Website ist eben, dass es zu jedem Schritt, dass wir auch Ressourcen verlinkt haben, wo man wirklich die einzelnen Schritte dann bearbeiten kann. Das heißt, dass wir einerseits das schon theoretisch begründen, aber dann eben versuchen, diese Theorie auch in die Praxis zu bringen. Das ist unser Anspruch mit dieser Ressource. Und wir würden das Thema gerne jetzt mit Ihnen auch noch genauer diskutieren und wirklich auch praktisch diskutieren. Da freuen wir uns schon sehr darauf. Und zu diesem Zweck werden wir jetzt dann auch unsere Aufzeichnung beenden, sodass wir auch wirklich ungezwungen miteinander diskutieren können. Ja, ich sage noch einmal vielen Dank. Thank you.